Begegnet man Pferden mit Maulproblemen, zum Beispiel das Zungenstrecken, bei dem das Pferd die Zunge über das Gebiss nimmt, liegt das meistens daran, dass sie falsch eingeritten wurden. Der Zügel bzw. das Gebiss wurden zu früh und zu hart eingesetzt. Schlecht sitzende und zu große Gebisse begünstigen außerdem solche Probleme. In diesem Video ist zu sehen, wie ich junge Pferde an das Gebiss gewöhne. Das junge Pferd weiß anfangs natürlich nicht, wozu das Gebiss in seinem Maul gut sein soll. Das Gebiss ist zunächst ein Fremdkörper, an das es sich erst einmal gewöhnen muss. Ich verwende am Anfang in den meisten Fällen eine doppelt gebrochene Wassertrense mit runden Trensenringen. In den ersten Tagen hat das junge Pferd das Gebiss bei der Longenarbeit einfach nur im Maul. Es trägt noch kein Sperrhalfter und die Longe ist am Stallhalfter befestigt. Das Gebiss wird so lange nicht in die Arbeit einbezogen, bis das Pferd es absolut ruhig im Maul liegen lässt. Das Jungpferd wird jetzt erst einmal am Stallhalfter longiert. Es lernt gleichmäßig zu laufen, gewöhnt sich an den Sattel und lernt die ersten Kommandos. Mir ist besonders wichtig, dass das junge Pferd lernt, dem Zug der Longe am Halfter gut nachzugeben. Es soll sich auf jeden Fall auf einer kleinen Volte longieren lassen, ohne zu ziehen. Ich will es ohne Schwierigkeiten aus jeder Situation zu mir herumnehmen können, ohne dass es versucht, sich loszureißen. Pferde, die früher damit schon öfter Erfolg hatten und gelernt haben, sich so den Menschen zu entziehen, nehme ich gegebenenfalls für ein paar Trainingseinheiten an den Longierpfosten. Dieser Grundgehorsam ist elementar wichtig, damit ich dem jungen Pferd behutsam die ersten Zügelhilfen beibringen kann. Die Trense wird nun mit einem hannoveranischen Sperrhalfter ergänzt und die Trensenringe werden mit den Ringen des hannoveranischen Reithalfters verbunden. Das kann man mit einem kleinen Karabinerhaken machen oder wie hier mit einem Kabelbinder. Der Kabelbinder hat den Vorteil, dass ich ihn in der Länge nach Bedarf anpassen kann. Nun wird die Longe durch den Gebissring gezogen und am Sattel- oder Longiergurt eingehakt. Durch das Verbinden der Gebissringe mit dem Sperrhalfter wirken die Zügelhilfen bzw. Hilfen der Longe erst einmal kaum auf das Gebiss ein, sondern werden hauptsächlich auf den Nasenriemen des Sperrhalfters übertragen. Hat das junge Pferd gelernt, sensibel auf die Hilfen der Longe am Stallhalfter zu reagieren, wird es ohne Probleme die neue Einwirkung begreifen und sofort verstehen, was ich von ihm möchte. Bin ich mir bei einem Pferd mal nicht ganz sicher, ob es die neue Einwirkung sofort versteht, longiere ich das erste Mal mit zwei Longen. Die zweite Longe wird am Stallhalfter eingehakt und so kann ich dem Pferd helfen, die neue Variante besser zu verstehen. Habe ich das Pferd so einige Tage gearbeitet, kann ich mit dem Reiten beginnen. Die ersten Tage ist das Pferd dabei noch an der Longe. Und so kann der Longenführer bei den Wendungen noch etwas mithelfen. Nach ein paar Trainingseinheiten hat das Pferd bereits verstanden, was ich von ihm möchte, und ich kann alleine weiterarbeiten. Wenn sich alles ganz gut anfühlt, verlasse ich den Longierzirkel und reite noch einige Male auf der Ovalbahn, bevor ich möglichst bald ins Gelände gehe. Wichtig ist mir, vor allem durch vorwiegend einseitige Zügelhilfen, die Locker- und Beweglichkeit im Genick und im Hals zu erhalten. Ich reite dazu oft in leichter Links- oder Rechtsstellung. So löst sich das junge Pferd am besten. Will ich aus dem Trab oder Galopp zum Schritt durchparieren, versuche ich anfangs stets eine Situation zu schaffen, bei der das Pferd den Schritt als willkommene Erholungsphase erwartet. So kann ich das junge Pferd mühelos zurücknehmen. Während dieser Einreitphase ist weiterhin der Gebissring mit dem Sperrhalfter verbunden. Erst wenn die Zügelhilfen gefestigter und alles ohne Probleme klappt, verzichte ich darauf und entferne diese Verbindung.